Das war Anfang der 90er, da habe ich in Hamburg im Thalia Theater die Lydia Carwiner gesehen. Das ist die Großnichte des Erfinders. Und die spielte damals in der Produktion Alice von Tom Waits und Bob Wilson. Und das habe ich gesehen und dann hat sich das so eingebrannt. Da wusste ich sofort, dass das Theremin das Richtige für mich ist. Ich bin eigentlich Bassistin seit 25 Jahren. Damals ist Barbara sofort nach Moskau gezogen, um das Theremin zu studieren. Das wirkt mehr so wie die Gebärdensprache-Übersetzung von der Talkshow jetzt. Hat eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Was ziehen Sie da? Was machen Sie da mit den Händen? Ich spiele aus der Luft. Ich stelle mir Musik vor und spiele die aus der Luft. Frau Buchholz. Ich stecke mich hier noch gerade ein, weil ich hab noch die Monitore hier auf den Ohren, dann kann ich mich besser hören. Wie bezeichnet man die Kunst? Was wäre die richtige Anmoderation gewesen? Das ist ein Theremin. Ein Theremin? Ja, meistens fragen die Leute dann, was? Also ein Theremin. Und Sie sind eine Thereminatorin? Ich bin eine Thereministin. Ah. Es ist das einzige Instrument auf der Welt, was berührungslos gespielt wird. Thank you.